Uiuiui. Hannes. Hallo. Hans. Servus. Hannes. Hi. Hallo. So. Ja, ich hab's geschafft hier, ja. Der Friedrich, sein Bruder, der Eberhard, dem gehört okay. Der Laden hier und der hat gesagt, wir können hier einfach mal ein bisschen was einkaufen. Also, okay. Beziehungsweise wir dürfen uns ein paar Maschinen mieten. Okay, wollen wir Gas? Weil Gas würde ich mich auch auskennen. Mit Gas? Also so ja. Stroh, Heu, ja, also Heu machen. Heu. Ja. Ja, brauchen wir Mähwerk und Schwader? Könnten wir machen. Willst du das mal holen? Ich schmetz mal gerade mit dem Eberhard und dann soll der uns da mal was hinstellen. Vielleicht. Wir wollen, ja, 3 Meter 1, ein Mähwerk 3 Meter 1. Ich miete das gerade mal. So, was brauchen wir denn noch? Den Schwader. Ah, und den Traktor bräuchte ich auch noch. Ein Schwader. Gar nichts. Ein Schwader mit 3 Meter 1 Mähwerk. Der Pettinger Pott 462, der hat 4 Meter 6. Dann nehmen wir den auch noch. Den mieten wir. Ja, ja. So. Den Traktor momentan noch und den Ladewagen. Jetzt müssen wir einen Traktor nehmen, der vorne und hinten was dran kann, gell? Wo er Welle vorne und hinten hat. So. Ein Frontlader lässt sich da auch anbauen, an den Steier. Der ist ja gut. Ja. Dann nehmen wir den Multi, den Steier. Ja, kannst den nehmen. So. Ohne Frontlader. Motor nee, normal. Mit Frontlader. Aha, nee, warte, Frontlader ist. Frontlader brauchen nee, wir. Nee, nicht. Ohne. Ha, da gibt's ein Forst-Design. Aha. Was brauchst oder du brauchen wir den Frontlader? Nee, wenn wir den kaufen, wir müssen den jetzt sowieso mieten, weil so viel Geld haben wir ja nicht. Wenn wir ihn kaufen, dann machen wir ihn mit Frontlader. Okay. So, was brauchst du denn noch, Hans? Den Anhänger. Ja klar, sonst kannst du ja gar nicht hier. Fang sonst mal an, hier anzukuppeln. Den Ladewagen. Nein, nimmer. Was kostet der denn? 30 oder 60 Euro am Tag, nimmer. Boah, wieder mal in einem Traktor reinzusitzen. So. Ich hab da gerade mal hier den Ladewagen auch hinstellen lassen. Der Eberhard hat das ganz flott gemacht. So. Guck mal, wir haben jetzt gerade alles von Pöttinger. Fällt mir gerade auf. Euroboss 33D. Ist der jetzt oben? Ja, der ist oben. Fahr hier nach vorne. So. Pass auf! Überfahr mich doch nicht. So. Soll ich dir. Ich guck mal, ob ich den Ladewagen hier dran krieg. Ja. Ja, welches wohin wollen wir? Hast du schon ein Feld? Oder? Ja, der Eberhard hat gesagt, dass da gerade ein paar zu verkaufen sind. Also fährst du gerade mal raus und dann probiere ich den Ladewagen hier dran zu hängen. Boah, der ist ja so lang. Hier nach rechts oder nach links? Nach rechts. Die Ortsstraße raus. Einmal durchfahren. Ah ja, guck mal, ich kann sogar den Ladewagen hier dran hängen. Aber kann ich denn hier sogar mit dem LKW? Ah ja, der hat sogar Kurbelwelle. Was? Hast du das Angebot gesehen? Da gab es ein Angebot. Für Raps? Ah, Raps, ja, haben wir leider nicht. Also wohin? Geradeaus? Geradeaus, ja. So. Wie gesagt, der Eberhard hat gesagt, da hinten draußen gibt es zwei Felder. Oder drei sogar, ich glaube zwei waren es. Oh, schon wieder. 11, halb 12 schon wieder. Warum gehen jetzt die Straßenlaternen an? Der hat gesagt, Feld Nummer 81. Man muss mal gucken, wo das ist. Wo ist das? Ist das hier direkt am Anfang? Oder ist das so weit?
Ja, gegenüber vom Friedhof. Muss übrigens, ich muss unbedingt mal den Bernhard besuchen. Oh, Okay. es schneit's jetzt. Es schneit. Ja, guck mal, ist das hier die links die 81? Fahr mal rein. Oh, Ach. da kommt ein Auto. Ja. So. Ist hier Ist laufen. das hier? Ja, das ist Ja, ja. ist die 81. Ist ja großes Gras. Dann. Gucken wir mal hier. Ja. Dann kaufen wir das, wenn der das sagt. Ja. Jetzt haben wir noch 25.000. Ich lass mal gerade den Ladewagen hier stehen. Ja, sollte ich sich auch irgendwie Oder ich rauslassen. stelle ihn dir auf die andere Straßenseite, dann stört er dich nicht. Ja, gerne. Hey, Soll ich hier jetzt mal anfahren direkt? ja, okay. So. 67. Also was die Bauern hier für ihre Felder wollen, ist ja nicht mehr feierlich. Nee, schon nicht. So, ich guck mal gerade, ob wir Und hier bei noch. uns ist das total anders gewesen. Früher. Ob wir hier noch ein Schnäppchen machen können. So, was will der hier dafür? Der Harris, der James. Der will 23.000 für sein Feld. Ich kaufe da noch ein Feld. Ja, hab die 85 habe ich noch gekauft. Dann kannst du dann auch noch ein bisschen ja, Heu machen. So, dann hole ich jetzt mal wieder meine Anhänger. Die habe ich da hinten abgestellt. Ey, immer diese Fußgänger mitten auf der Straße, ey. So, da sind meine Auflieger. So. Ja, bin ja ganz glücklich, dass wir hier einen Erntehelfer gefunden haben. Einen, der mit uns hier was schafft. Hallo? So. Jetzt ist unser Erntehelfer gerade irgendwie disappeared. Ich hoffe mal, der kommt gleich wieder. Was macht denn das Auto da? Hallo? Irgendwie? Warum steht er denn hier? Warum fährt er nicht weiter? So, ja, wir fahren jetzt mal weiter zum Holz machen. Und dann gucken wir mal. Dass wir hier noch ein bisschen Geld verdienen können. So, ich glaube hier fahren wir rechts hoch. Hallo? Ah, hallo. Hannes, rufst du mich gerade an? Was ist denn los mit dir? Ja. Hans, immer Hannes, sage ich für Mensch. So, warte mal, wo bin ich denn hier? Und da muss ich hin. Was war denn los? Ja, ich habe ein paar Probleme. Ja, das Wetter ist ja gerade nicht so gut.
So, da die Auflieger wieder richtig hinstellen und dann mache ich mich hier mal wieder. Ja, hole ich mir den. Ja, machst du immer noch dein Feld? Hallo? Wo ist denn der Hans schon wieder hin? Ich probier's gerade wieder. Ich glaube, der weiß nicht, dass sein Telefon funktioniert. Hans, hörst du mich? Ja. Ah, jetzt. Hans, hörst du mich? Ja, hallo? Ah, jetzt. Ja, jetzt, ich hab dich angerufen. Ich dachte, du hast irgendwie Probleme gehabt. So. Ach, synchronisiert. Muss mal gerade einen Schluck nehmen hier. So, jetzt Hans, bist du noch bei deinem Feld? Ja. Gut. Ich bin jetzt hier im Wald schon wieder und guck, dass ich noch ein paar Bäume fäll heute. Weil wir haben schon wieder Sechse. Boah. Aber ich hab da so eine neue Technik rausgefunden. Ich glaube, damit kann ich viel schneller Bäume fällen. Und kleinschneiden. So, absägen und dann nehmen wir nämlich einfach den Stamm hier mal mit. Boah, das Gras schneidet ja richtig schön. So. Ja, ich mache hier noch ein paar Stämmchen. 15 Meter Stämme, die sind schön. Und dann kommt immer so kleines Zeug damit raus. So. So, Baum fällt. Oh, schön in die Schneise. Wie schaut's denn aus? Machst du heute ein paar Überstunden, Hans? Boah, nee, ich mag jetzt schon nicht mehr. Und vor allem, ich muss mal irgendetwas Richtiges essen, wieder. Ich schätze so die ganze Zeit zu Brötchen. Hallo, wir sind hier beim Schaffen, nicht im Restaurant. Ja, aber... Ja, also ich denke, wir schaffen noch so bis 0 Uhr. Wie weit bist du denn mit deinem Feld? Ja, ich habe mal so eine Runde gedreht. Weil das Gras hatte man, das wollte nicht am Anfang schneiden lassen. Und jetzt geht's eigentlich. Okay. Und vor allem, oh, eine Übung wieder auf die Maschinen. Ich guck mal, wie viele Bäume ich hier noch abernten kann. Aber das geht relativ gut. Der Scorpion King, den habe ich ins Herz geschlossen. Der ist eine sehr gute Fellermaschine. Okay. Ja, ich hatte den noch nie. Ja, doch, einmal als Kind durfte ich, glaube mal so im Rhein sitzen. Aber als Schneiden noch nie. Segen. Muss man doch auch alles rein haben, dass man nicht irgendwie falsch sägt, oder? Und ja, ich habe hier eine Automatik mit. Aha. Ich muss nur zweimal auf den Knopf drücken und dann macht er mir 15 Meter Stämme. Boah, Luxus pur. Ja,
Zum Glück hat der Bernhard da dran gedacht, hey. Wenn ich überlegen müsste, dass ich jeden Baum extra fällen müsste. Das wäre halt schon hart. So. Jetzt hätte ich fast den Feller umgeschmissen. So, und raus damit. So, jetzt haben wir gleich, haben wir bald 0 Uhr. Ja. Aber arbeitest du immer so lange? Naja, also, Hans, das ist mein eigener Betrieb, da muss ich, ja. Gut. Das ist halt das Problem. Ja, aber der hat doch... Kannst du fast keine Ferien machen, so, das ist doch auch doof. Ja. Wie sieht's denn aus mit dem Lohn eigentlich? Also so... Ach so, ja. Oder... Ja, was machen wir denn? Du musst halt mal... Ja. Ich hätte gesagt so... Ich weiß nicht. Ja. Und sonst halt einfach mal sicher so einfach Geld und Unterkunft. Na, Unterkunft, das kriegst du. Ja, ich. Was machen wir solange denn? Solange es nicht wie gestern war. Na, der Friedrich, der war doch höflich, oder? Hat er dir nichts zu essen gegeben? Doch, doch. Ja, so 10.000 in der Woche. Ich meine. 10.000? Ja, wir schaffen ja ordentlich, oder nicht? Ja, ja. Also, mehr kann ich da halt im Moment nicht anbieten. Okay. Ich denke, 10.000 kriegst du auch nicht überall. Aber für so sympathische Kerle, da machen wir das. Okay. Ja, 10.000 ist schon okay. In dem Fall. Ja, wenn das nicht okay wäre, also, dann könnte es gleich wieder gehen. Ja. So. Das bekommen wir dann fast nirgendwo, 10.000. Na. Von nix kommt nix. Also ich möchte ja auch meine Mitarbeiter richtig entlohnen. Sollen ja zufrieden sein. Und vielleicht, Stappenbach, die Leute werden auch nimmer jünger. Boah, ist es schon spät. Ach, jetzt komm, ich hab gar nicht auf die Uhr geschaut. Wir haben schon eins. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt Feierabend. Ich sehe gerade den Baum hier noch ab und dann machen wir Feierabend. Ja, ich schalt mal hier die Maschinen ab. Fallen. Ich habe gerade meine Runde fertig gedreht. So, ich hole den Baum hier noch raus. In jedem Fall. Und dann, Ich schlafe einfach im Traktor. Ja, gut. Der Friedrich gibt da nochmal Unterkunft. Nee, ist schon gut. Okay. Aber ist jetzt auch bequem. So, dann stellen wir mal den Schneidkopf hier drauf. So. Über Licht aus. Und ja. Bis morgen, gell? Um 6. Um 6 sind wir wieder da. Um 6 oder machen wir um 7, komm, wir haben heute lang geschafft. Ja, 7. Okay. Also, gutes Nächtle, gell? Ciao. Ja, bis um 7. Ciao.